Weder verarscht uns jetzt. Au! Hä? So, Julia, wo lang? Gegen? Geradeaus oder links? Eine Ampel. Geradeaus. Jetzt boomst er den Carsten. Ui, toll. 10 Dinge, die ich nicht wissen will. Und wohin dann? Mich vorbeilassen. So. Boah, es regnet. Jetzt hier rechts. Nein. Ah, Nord, wo ich auch abholen muss. Oh, wir sind Kollegen, oh, es ist toll. Yay! Meine ist wahrscheinlich nicht mehr verfügbar, wenn ich da bin. So. Ist so. Wie lange habe ich denn noch Zeit, meine Fracht abzuholen? Ah, 2 Stunden, das wird eng. Ich vermute, wir könnten uns etwas beeilen. I hope so. And if not, then there is something problematic. Then I will drive leer through the Gegend. Oh yeah, you will find something new. So, wir können... No, I don't. Dann müssen wir einfach geradeaus... Dann wendet ihr halt, dann wendet er halt alle. Ja, ich kann ja in der Firma wenden. Dann wendet halt alle. Alter, ich fliege zum scheiß Fliege rum. Haha, vielleicht nicht unbedingt so. Hallo. Alter, ich heu her da. Fahr ich auch mal. So, Josh und Andi küssen sich. So. Also, ich bin rausgefahren. Hallo, kriegt ihr es bald hin oder sollen wir euch alleine lassen? Josh, du kannst dich schieben, der Andi hat den stärkeren Job. Ja, ich will auch, ich fahr rückwärts. Oh, hoppala. Warum steht denn hier noch einer? Das ist Carsten. So, also vorne müssen wir jetzt nach rechts raus. Und dann sollte ich eigentlich vorfahren, aber ist ja egal. Ja. Du hast es richtig erfasst. Es ist egal. Ist mir egal. Ist mir voll scheißegal, ey. Du musst vorfahren, ist uns egal. Keine Kleingeld, ist nicht egal. Doch, ist egal, glaube ich. Kleingeld war ja egal. Keine Ticket, ist nicht egal. Hätte ich jetzt gerade fahren lassen. Ist nicht egal. Boah, wie es hat gewittert. Alter, Lars, ist das heftig. Wir müssen aber gerade auf den Andi warten. Der steht bei der Werkstatt und hat sich warum? Warum? Warum steht er da? Weil er mich gebumst hat. So, das wollte ich jetzt so nicht direkt sagen. Ja, ich aber schon. Warum denn? Weil wir die Wahrheit hier nicht verschleiern. Es war ja keine Verschleierung, du kannst ja nur... Oh. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Ich bin mir die Leitplanke gefahren, hab 17%. Hä? Was denn, hä? Bist du nicht in Örebrö? Doch, aber... Hä? Aber, ich hab aber, den hä? Auftrag doch jetzt... Ach nee, ich hab mich zurückgesetzt in die Werkstatt. Wie breche ich denn diesen scheiß Auftrag ab? Hex. Fahr weiter, viel weiter weg. Warte einfach noch eine Stunde, bis wir meinen Auftrag abholen und dann gucken wir mal. Ja, warum läuft bei mir jetzt die Zeit vor? Das geht doch eh nicht. Nee. Ja, die tut's trotzdem. So, jetzt nehme ich erstmal die andere an, dass die dann weg ist. Meine wird natürlich eh weg sein, bis wir da sind, aber okay. Hey, okay. Der Carsten trennt ein Lädchen hoffentlich ohne GEMA-Probleme. Ja, natürlich, ist ja Eigenkreation. Nee, es ist im Prinzip ja so, wenn du so authentisch irgendwas coverst, dann... Ich cover ja gerade nicht. Ach, das ist, oh, eine eigene Cast-Melodie. Ja, das ist geil. Das ist der Ruhr-Aussong. Sag mal, Andi, bist du gerade an mir vorbeigeschossen? Nee, das sind zwei andere Typen vorbeigeheizt. Ich fahr gerade auf eine rote Ampel zu. Ampel, light up the tramples. Julian, sei das irgendwie größer als meiner. Ja. Es gibt Dinge, die kommentiere ich nicht mehr. Nicht hupen. Ich bin trotzdem schneller als wie du. Wird diese Ampel auch mal irgendwann grün? Ampel so? Nö. Komm mal nach Kleider. Bin ich so klein? Ja. Jetzt gehe ich einmal in die Außenansicht, da wird der Dreckding grün. Das kann ja wahr sein. Wie groß, wie hoch ich sitze. Oh, nee. Wie cool mein LKW aussieht. Wo seid ihr jetzt? Einfach Autobahn. Auf der Autobahnauffahrt stehen wir. Wo also sind wir, wo wir vorher gefahren sind? Links aus der Werkstatt raus. Aber wahrscheinlich geradeaus dann. Genau, links aus der Werkstatt raus, dann rechts, dann immer geradeaus, aber nicht die Auffahrt als Leitplanke benutzen, weil da stehen wir. Gut. Ich glaube, was soll das jetzt heißen? Wird nicht frecher Tag.
Nee, Andi, du hast mir ein Zugeständnis abgesichert, dass mir abgesichert? Heute Abend keine Unfälle. Ja, ich habe gesagt, solange du dich benimmst. Nein, das wurde nicht gesagt, das wurde jetzt bei Josh. Jetzt hier hochfahren? Gesagt. Das wurde geradeaus durch. Hoch, geradeaus durch. Das wurde bei Josh gesagt. Bei mir hast du das nicht gesagt. Ah, hinten sehe ich einen LKW, es könnte Andi sein. Und dazu kommt noch, dass ich noch Rechnungen vom letzten Mal aufhabe, mein Gott. Ah, das ist, denke ich mal, ein Andi. Ja, das ist ein Andi. Hier. Ich fahr mal schnell los. Rechnungen, die damit zu tun haben, dass ich krieg dich. Nee, ich bremse. Ja, ich meine, man hat das Auffahren da eben den größeren Schaden, so ihr könnt fahren. Mahatma? Mahatma Schaden. Ich hab Angst, nicht rausgasten. Ich seh's da so im Spiegel. Ich krieg dich. Wie Josh abhaut mit Schiss und Andi nur. Leute, wir wollen jetzt nicht jede Stadt nehmen zum Reparieren, ja? Was, Jule, bin ich jede. Egal. Wer fährt denn jetzt vor? Eigentlich ich. Ja, dann fahr vor, komm auf. Ich hab jetzt über 80% Schaden. Ich möchte nicht noch zu einer Werkstatt fahren müssen. Jetzt habe ich 91% Schaden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mein Motor startet, so ziemlich auf 0%. Soll ich fahren? Wer fährt denn da rechts an mir vorbei, Carsten, oder versucht's zumindest? Musst Carsten, du lesen. Ich habe einen schnellen LKW. Ja, du hast vor allem keine Fracht, du Vogel. Eben. Und meiner schaltet nicht mehr höher als den 10. Gang. Das ist cool, jetzt kann ich Josh ein bisschen. Ich will aber gerne ankommen. Ich will aber noch gerne ankommen. Leute, wir wollen nicht 4 Stunden fahren. Nö, wollen wir auch nicht. Haben wir auch keine Zeit für. Wir haben ja keine Zeit. Das ist wie so einen schlechten Horrorfilm, wenn du mit dem Auto irgendwo auf einem einsamen Highway fährst und plötzlich fährt so ein Irrer hinter dir her. Ja. Das Blöde ist nur, Andi, dass du gerade der Irre bist. Wenn wir nach Irland fahren, wir nicht heute, nee. Der Takt will heute wieder ein paar abkriegen. Hey, du hast doch gerade, du verfolgst doch gerade Josh. Ja, und sagst, das ist wie in so einem Horrorfilm, wo ein Irrer hinter dir herfährt. Eine Irre. So, und was, dann bist du doch jetzt gerade der Irre. Ich möchte gerne keinen 100% Schaden haben. Ich habe schon über 90. Ich würde noch gerne ankommen. 90 oder gar nichts, das ist kein Unterschied. Josh, was ist los? Da hat er den 5. Gang geschaltet, das Drecksteil. Der LKW heißt das. Ich komme jetzt nicht mehr mit dem 9. Gang raus, cool. Also wenn jetzt jemand neben mir fährt, der hört die ganze Zeit so eine ganz hohe Drehzahl. Ich glaube, ich lasse jemanden zurückfallen, das will ich hören. Du musst aber in die Außenansicht gehen. Josh, wo bleibst du? Ich fahre langsam, ich fahre 80. Hallo Andi. Das habe ich 92. Au! Ja, du bist jetzt aber gegen mich gefahren. Ich hab das auf Video. Nein! Also ich werde langsamer. Motorfehlfunktion. Ich werde seine Fracht nicht mehr abholen können. Gott, Josh! Ich kann nichts dafür, ich hab euch sogar noch gewarnt, glaube ich. Ich kann nicht mehr fahren. Also ich würde sagen, wenn ich meinen Auftrag habe, dann noch Fußpilz heute. Fährst du mal jetzt? Also ich kann nicht fahren, ich habe eine Motorfehlfunktion. Machen das anders. Ah, ich kann wieder fahren. Hier, Julian, so. Der Tag für alle umliegenden Trucker. Hier haben sich zwei Deppen geprügelt. Was? Alles, aber ich möchte nicht als Depp beleidigt werden. Idiot. Pass ein bisschen auf. Ich kann nur schneller fahren, weil ich kann nur den 9. Gang schalten. Du sollst ihn Idiot nennen, nicht Depp. Oder Chaot. Wegen Chaotenkonvoi? Chukotenkonvoi. Genau. Der Chukotenkonvoi, ja, so heißt er tatsächlich heute, weil der Chukoten ja nicht dabei sein kann. Der deswegen fährt er als Tag. Ohne Chukotenkonvoi. Ja, genau. Der Sleepyhead. Ich hätte MAN fahren sollen. Mann, das fällt dir aber auch früh ein. Dann wäre ich schon längst angekommen. Nee, dann wärst du langsamer gewesen, weil der MAN weniger Leistung hat als der hier. Der MAN hättest hat... Dann hättest du mich nicht fast umgeworfen, Julian, ich wäre schon fast da. Aha, genau. Tatsache, Patrick, kann er gut. Hin? Du solltest bei der Beweismittelführung für das FBI arbeiten. FBI? FBI. FBI, ja. FBI. Dann sagt er zum Beispiel FBI, sowas wie... FBI, ja.
Sagt der Andi wahrscheinlich sowas wie, hier, Beweismittel. Nein. Der Täter ist vom Mörder umgebracht worden. Nein, sowas sag ich nicht. FBI hier. Sowas sag ich nicht. Ich fahr dann von hinten nah ran und nötige so lange, bis er es zugibt. Ich kann nicht schneller fahren, Bruder. Es tut mir leid. Josh, wo bleibt ihr? Du hast aber sehr unorthodoxe Methoden, Andi, wenn du von hinten ran fährst. Und wartest, bis er es zugibt. Oh Mann. Nein, Mutter, fehlt uns. Ich werde langsamer. Was macht Andi, der Carsten da vorne? Andi, ich warte quasi. Heutzutage nennt man das übrigens auch Belästigung. Oder Vergewaltigung. Ach ja. Soll mal fahren. Nee, was ist das schön, nicht. Hier so spritsparend durch die Weltgeschichte zu fahren. Ja, was ist das schön, der ganze Regen hier, die Motorfunktion. Ich bin der einzige Euro-6er hier unter euch. Du rost ihn am langsamsten. Wobei, nee, der Andi hat auch noch einen Euro-6. Ein Euro-6 übrig kann ich den haben. Wo ist denn der Josh? Ich dachte, der ist hinter dir. Ja, der hat gerade die Motorfunktion. Den hast du kaputt gemacht. Aus Gründen, ich weiß gar nicht warum. Also das letzte Bild, was ich vor Augen hatte, war ein Scania, der voll Absicht in einen Mercedes reingefahren ist. Der Josh ist irgendwo gegengefahren wahrscheinlich. Ah. Mhm. Lass mich in Frieden. Fahren. Mach ich doch. Ich hab doch nur überholt. Zieh mich so früh rein. Ich hab gehupt, dass du weißt, dass ich da bin und rechtzeitig bremst. Aha, ja, ich, kleiner Newsflash über Verkehrsregeln. Das heißt nicht, wer hupt, der hat Vorrang, sondern... Verkehr. Tatsächlich muss man auf alle achten. Er hat Verkehr gesagt, ohne rot zu werden. Doch, der Clan-Tag ist rot. Ich fahr wieder. Die Frage ist, wie lang und die Frage ist, wie schnell. Und wie weit? Ja, ich will zumindest mal noch in den Einwirkungsbereich der Werkstatt neben Kaff kommen, wo ich holen muss, weil ansonsten wird das halt irgendwie... blöd. Bis der Josh da ist, kann ich noch eine Milchmaus essen. Ja, der fährt gerade wieder. Deinetwegen werde ich fett, ich Julian. Hä? Was hab ich denn? Ich wollte Josh sagen, Entschuldigung. Du frisst den Scheiß. Trotzdem liegen die, auch wenn ich sie weder verkauft habe, noch irgendwas anderes. Da geht der nicht zur Edeka der Feine her. Nimmt der Josh jetzt übrigens übel. Da geht der nicht zur Edeka der Feine her. So, ihr könnt fahren, ich sehe euch. Ihr könnt fahren, ich sehe euch. Fahrt mal so, dass ich nicht bremsen muss aus. Nein, ich bleib wieder stehen, Motorfehlfunktion, scheiße. So viel zu, ich sehe euch, wir fahren mal los, ne? Deswegen bin ich stehen geblieben. Hi, Carsten. Ich roll es hier mit 60 lang. Ja, Carsten fällt ja immer ein, was ist denn da los? Macht der schon länger. Immer mal wieder. Also, ich will ja wirklich nichts sagen.